Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen ganz kleinen Vertreter seiner Fraktion und zwar den H&M Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Erwin hat jetzt gerade echt nicht so viel zu tragen. Erwin ist mein Stuhl. Und ja, das ist ein bisschen klein. Letztes Jahr hatten wir so ein Haus, sah wenigstens hübsch aus und in dem Fall haben wir jetzt einfach für 29,99 etwas sehr, sehr Kleines bekommen. Natürlich befindet sich hier drin jetzt nicht irgendwie eine Hose oder ein T-Shirt oder so. H&M ist ja eher so für seine Klamotten bekannt, sondern das hier ist ein Adventskalender, der mit Make-up von H&M bestückt ist. Ich habe auch schon mal ein Full-Face H&M Make-up-Test-Video gemacht, das ich hier mal verlinken kann. Die haben Produkte, die sind eigentlich ganz okay, muss ich wirklich sagen. Also die haben gar nicht mal so verkehrte Produkte in deren Beauty-Fraktion drin. Ich bin jetzt sehr gespannt, was in dem Adventskalender drin sein soll. Und wie gesagt, für 29,99 erwarte ich jetzt nicht so das Allermeiste. Aber es wäre schon ganz cool, wenn man wenigstens Probegrößen von den verschiedensten Regionen bekommen könnte. So, optisch ist er voll und ganz in seiner Zielgruppe unterwegs. Also es richtet sich eher an die jüngere Fraktion, ne? Also jetzt nicht an mich zum Beispiel, würde ich sagen. Wobei ich den eigentlich ganz cool finde. Mit Pink ist schon cool, ne? Mit Silber und Sparkle und hast du nicht gesehen drauf. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was da drin so wirklich ist. Wir haben hier hinten auch die ganzen Produkte aufgeführt. Und hier haben wir ein Schleifchen. Das ist sehr hübsch, habe ich eben schon geöffnet, weil das Ding einfach komplett in Plastik eingepackt war. Und ich glaube, Erwin wird seine tragende Rolle heute wirklich gar nicht zum Tragen bringen müssen, denn ich halte ihn einfach so fest. Der ist super leicht, ne? Und ja, dann würde ich sagen, wir starten mit der Nummer 1. Und das lässt sich schon mal ganz gut öffnen. Das ist positiv. Es steht nicht im Kläppchen drin, was es ist oder irgendwelche Zusatzinformationen. Und es ließ sich jetzt auch ganz schön entfernen. Okay, das ist schon mal das Positive. Wir haben hier etwas Silbernes drin. Und zwar ist das ein Lidschatten, steht hier drauf, mit 1,4 Gramm. Und das ist ein richtig stark glitzernder, silberner Lidschatten. Ist schon mal ein guter Start, finde ich, ne? Weil so die ganze Adventszeit und wie es ja auch vom Design des Adventskalenders her ist, ist sehr sparkly. Dann öffnen wir mal die Nummer 2. Das ist echt klein und fein. Okay, es geht glitzernd weiter. Das ist ein Lipgloss, der sehr, sehr stark glitzernd ist mit 2 Millilitern. Ich rechne euch das auch einfach mal runter auf die Originalgrößen, die ich so im Onlineshop finde. Und versuche mich da auch preislich ein bisschen so an dem teuersten zu orientieren, wenn ich das mal so sagen darf. Denn meistens sind kleine Größen ja teurer als große Größen. Und deswegen haben wir da dann vielleicht so einen kleinen, diese Preisdifferenz damit aufgefangen. Müssen wir mal gucken. Ne? Also wir werden einen ordentlichen Wert hier drin haben. Da bin ich ganz stark von überzeugt. Aber ja, ne, ist halt so ein rosa schimmernder, glitzernder Lipgloss. Die Nummer 3 ist auch mit dabei. Und das sieht mir nach einem Highlighter-Stick aus und das ist es auch. 5,5 Gramm sind hier drin enthalten. Schaut so aus. Und ja, ne? Sieht so aus. Die Make-up-Produkte von H&M fühlen sich generell sehr plastikmäßig an. Gar nicht so super krass hochwertig oder so. Obwohl sie sehr, sehr hochpreisig sind. Ne? Und das gleiche ist auch hier mit den Adventskalender-Produkten. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr Downgrade sogar noch. Okay, wir haben was für die Augen, wir haben was für die Lippen, wir haben was für Gesicht. Mal gucken, wie es weitergeht. Und da schauen wir mal hier in die 4. Natürlich darf ein Lippenstift nicht fehlen, aber das ist natürlich eine kleine Größe. Das kannst du so in der Größe nicht im Onlineshop kaufen. Das sind nur 1,3 Gramm. Der hat jetzt auch so keine Farbbezeichnung mit dabei. Ist so ein ganz klassischer Rosenholzton, würde ich jetzt dazu sagen. Ein bisschen heller und geht ein bisschen mehr ins Nude-Farbene und ist auf jeden Fall eine schöne Farbe. Vom Optischen erinnert mich der Adventskalender übrigens auch sehr an den von NYX, der ja auch immer sehr pinky-flinky unterwegs ist. Jetzt gucken wir uns mal den Tag vor Nikolaus an. Das ist der 5. Dezember und auch das ist ein kleiner Vertreter seiner Kläppchengröße. Das ist bestimmt ein goldfarbener Eyeliner, denn den habe ich schon aus dem letzten Jahr. Der ist eigentlich ganz schön. Nee, Leute, das ist eine Mascara. Wahnsinn. 2,3 Gramm sind hier drin. Und Leute, das ist wirklich eine Mascara. Wahrscheinlich machst du dir halt das an den untere,
an den hier und untere Wimpern oder so, ne? Damit man da halt noch ein bisschen Glitzer, Flitzer hat oder an die Spitzen oder nach innen hin oder so, wie man halt so lustig ist. Finde ich für festliche Looks gar nicht so verkehrt. Schauen wir, was im Nikolaus drin steckt. Im Nikolaus drin, vor allem in den Päckchen für Nikolaus. Scheint auch wieder ein Lipgloss zu sein, denn ich sehe hier direkt ein Glossy Füßi. Und der ist durchsichtig mit ganz viel blauen und rosanen, aber nee, blauen Schimmerpartikeln. Lipgloss mit 2 Millilitern und der schaut so aus. Ich glaube, die Kamera fängt das auch ganz gut auf mit diesen Sparkles. Ist auf jeden Fall ein Produkt, was schön für die Handtasche so ist. Ist aber kein Knüller-Produkt für Nikolaus. Und es ist bei 6 Kläppchen schon das 3. Lippenprodukt. Die Nummer 7 ist hier unten geblieben. Oh ja, das lässt sich auch wieder schön leicht rausnehmen. Hier haben wir auch wieder einen Lidschatten mit 1,4 Gramm, aber das ist eine schöne Farbe. So ein schönes Sparkly Pink. Hat, glaube ich, auch ein bisschen noch so blaue Schimmerelemente mit drin. Aber sieht sehr, sehr, sehr cool aus. So als Topper kann ich mir den echt gut vorstellen. Die Nummer 8 ist hier oben und sie darf machen, dass es kracht. Okay, hier haben wir ein kleines Mini-Tübchen drin, aber auch eine Lippenpflege darf bei einem Make-up-Adventskalender nicht fehlen. Das ist in Peach mit 2,3 Gramm, so ein kleines Tübchen. Ich muss gestehen, dass ich hier die Lippenbalsame vom letzten Jahr noch bei mir liegen habe und noch nicht weiter verwendet habe. Ja, okay, aber es ist wieder ein Lippenprodukt. Über die Nummer 9 möchte ich mich jetzt ein bisschen mehr freuen. Okay, das ist auch wieder eine Mascara in Silber. Tatsächlich steht hier gar nichts drauf. Das ist natürlich super, wenn die gar nichts draufschreiben, ne? Nee, es ist ein Eyeliner, denn es hat so ein Pinselfüßchen. Und den habe ich tatsächlich schon. Den kann man schön nehmen, wenn man sich noch zusätzlich irgendwie so einen schönen Strich ziehen möchte. Ich würde hier so einfach mal grob vermuten, dass genauso viel drin ist wie jetzt in den anderen. Da waren ja auch irgendwie 2,3 Milliliter oder so drin, ne? Werde ich dann da auch mal runterrechnen. Und ja, ist halt ein schöner silberschimmernder. Hier haben sie wirklich den Aufdruck vergessen. Da dumm. Wie wird's mit der Nummer 10 weitergehen? Ja, mal wieder ein Lippenprodukt. Wird auch wieder Zeit, ne? Das ist jetzt so ein Rotton einfach. 1,3 Gramm sind hier in dem Lippenstift drin. Und das ist ein Rot, was eher ins Beerige geht, würde ich dazu sagen. Und nicht ein ganz klassisches Rot-Rot, oder? Nee, das ist, hat einen leichten bläulichen Stich mit drin. Hier haben wir die Nummer 11. Hier steht Mascara drauf. Das ist dann wohl eine Mascara, aber mit so Rose Gold oder mit rosa-roten Glitzer. 2,3 Gramm. Genau, das ist dann auch eher so eine Topping-Mascara. Ja, rötlich finde ich ein bisschen schwierig, weil sowas lässt meine Augen immer schnell aussehen. Oh, jetzt habe ich hier einen Mascara-Krümel, wa? Als hätte ich so geweint oder so, oder als hätte ich sehr traurige Augen. Das ist immer ein bisschen, ne, muss man aufpassen, aber vielleicht ist es ganz cool. Halbzeit, die Nummer 12 haben wir hier. Bist du ein Blush? Wow, ist auf jeden Fall sprunghaft. 1,6 Gramm von einem Blush. Ja, und das ist eine schöne Farbe, kann man nicht anders sagen. Ist sehr kräftig und dunkel. Aber wenn man sowas mit einem Stippling Brush aufträgt, kann man das durchaus auch als helles Häutchen wie ich tragen. Finde ich cool, dass die einen Blush mit reingepackt haben. Das zweite Base-Produkt. Jetzt gucken wir mal, was in der Nummer 13 drin ist. Die haben wir hier, auch wieder länglich. Ich mag die länglichen hier nicht so gerne, muss ich gestehen. Ne? Das ist nicht so meins. Ein Lipgloss. 2 Milliliter. Okay, und der hat dann oben wahrscheinlich so ein Rollerball oder sowas drin, ne? Ja, so ein schön Plastik-Rollerball. Ja, aber so 2 Milliliter, die sind nie weg, ne? Also, ja, die hast du schnell aufgebraucht. Riecht recht süßlich. Ja, für unterwegs auf jeden Fall ganz cool. 14 ist hier an der Seite und die ist wieder so schön groß. Ein Blushstick mit 5,5 Gramm. Das finde ich auch cool. Ich verwende aktuell auch täglich den von Milk, ne? Den habe ich jetzt auch drauf. Finde ich klasse. Gibt einfach ein schönes, natürliches Finish und wer es mehr möchte, kann dann darüber auch noch sich Puderblush aufgeben. Und das ist eine tolle Farbe. Sieht so rosig aus, so nach gesunder Haut. Das finde ich cool. Hier ist die 15. Ja, da haben wir auch wieder ein Lipgloss drin. Lipgloss, 2 Milliliter. Das ist eine schöne Farbe. Das mag ich gerne leiden. Das ist so ein ganz mädchenhafter Roséton, ne? Der wird dann einfach so eine kleine Frische noch geben können. Das gefällt mir. Hier oben haben wir die 16 und das hat wieder meine Lieblingsform. Okay, wir haben hier einen Lidschatten wahrscheinlich drin. Also Highlighter wäre ein bisschen hardcore dafür.
Eyeshadow. Und das sind 1,4 Gramm. Ja, ist halt, ne? Wir hatten Silber, wir hatten rosa, pink und jetzt haben wir auch noch Gold. Passt auf jeden Fall schön als Topper. Und wenn man ganz wild unterwegs ist, weil es halt so grob glitzerig ist, kann man sowas auch im, hier so Dekolleté oder keine Ahnung, wenn du irgendwelche Effekte schaffen willst, verteilen. Finde ich auch irgendwie ganz nett. Die Nummer 17. Ja, das ist auch wieder ein Lippenbalsam. Das ist jetzt mit Kokos. Herzlichen Glückwunsch, mag ich nicht so gerne. 2,3 Gramm sind hier drin. Ne, das ist schon ein kleines, süßes Tüppchen. Reicht auch. Also Lippenprodukte, da sind wir sehr gut versorgt. Also das ist ja mehr als die Hälfte des Adventskalenders an Lippenprodukten. Ne? Dann hüpfen wir jetzt mal in die Weihnachtswoche und öffnen die Nummer 18. Oh, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das ist mal ein bisschen was Spezielleres. Und zwar ist es ein Augenbrauengel. Das finde ich gut. 2,3 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und wir sehen schon, dass das Spoolie, was da drin ist, oder der Spoolie, sehr klein und fein ist. Das finde ich toll. Ne? Finde ich gut. Die Nummer 19 ist natürlich wieder ein Lippi. Also auch in der Weihnachtswoche geht es jetzt wieder lippenlastig weiter. Lipgloss in 2 ml Größe. Und das scheint dann auch ein Rot zu sein, was dann eher sheer ist und halt eher glossy vom Finish her, weil es ist halt ein Lipgloss und kein Liquid Lipstick und auch kein Lippenstift. Ist aber in einem schönen Weihnachtsrot und das mag ich eigentlich ganz gerne leiden. Könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, den hier auf meinen Tisch zu stellen für Adventskalender-Unboxings, dass ich den dann halt so drauf mache, ne? Finde ich eigentlich ganz cool. Herzlich willkommen im 20er-Bereich und da werden wir direkt mit meiner Lieblingsform begrüßt. Das wird ein Highlighter sein, denn der fehlt uns ja noch, ne, bei diesem Pöttchen. 1,6 Gramm. Mensch, das finde ich echt toll, ne? Wir haben zwei Blushes, wir haben einen Highlighter, also zwei Blush, also quasi ein Blush-Stick, ein Blush-Puder-Blush, ein Puder-Highlighter und ein Stick-Highlighter. Vielleicht haben wir hier sogar noch einen Bronzer drin, aber das glaube ich eher weniger. Trotzdem finde ich das ganz cool, ne? Ist auf jeden Fall eine schöne Farbe, Champagner und ja. Das mag ich. Die Nummer 21 ist wieder in einer wunderschönen, länglichen Verpackung. Auch das scheint ein Gloss zu sein, aber wir hatten doch schon so einen ganz klaren Lipgloss. Das ist jetzt nochmal der gleiche. Herzlichen Glückwunsch. Ernsthaft? 2 ml? Ist das auch wieder hier oben mit einer Rolle? Dann lache ich. Ja, Leute. Die haben hier einfach nochmal den gleichen reingepackt. Das finde ich öde. Das ist ja echt öde. Leute, was ist das denn? Hä? Das haben die doch nicht jetzt wirklich gemacht. Hatten wir doch eben schon mal. Ist da ein Unterschied? Ich habe hinter euch ein Fenster und da ist so ein weißer Vorhang vor. Man wird es wahrscheinlich nur minimal sehen, aber der eine hat so einen ganz leichten rosa Schienen und der andere ist nur, also nicht so ganz so rosa schienenmäßig. Kann aber auch kommen, dass der Adventskalender sich darin spiegelt. Also ohne Witz, auf den Lippen wird man doch keinen Unterschied sehen, oder? Gut, die Nummer 22 ist ja noch wieder so ein bisschen verheißungsvoller, ne? Weil es halt so ein schönes, rundes Kläppchen ist, großes, eckiges. Und jetzt kommt die Sonne gerade raus und scheint mich an und alles sieht irgendwie dunkler aus. Das ist sehr paradox. Das wird auch wieder ein Lidschatten sein, also ein Mono-Lidschatten. Hier haben wir 1,4 Gramm drin und auch das ist wieder so ein stark glitzernder Lidschatten in einem etwas dunkleren Beerenton. Jo, der Tag vor Heiligabend darf natürlich für die Lippen gemacht werden. Das muss man auch dazu sagen. Wobei auch die 24, oh, ich weine. Oh, ja, natürlich haben wir noch einen roten Lippi drin und das ist halt so ein richtig klassisches Rot. Herzlichen Glückwunsch, alles tut die. 1,3 Gramm sind hier drin. Der ist ein bisschen dunkler als ein klassisches Rot. Rot? Aber es ist halt rot. Und auf den Lippen wird er wahrscheinlich eh rot-rot sein. Wir haben jetzt schon von 24 Kläppchen 11 Lippenprodukte drin. Wow. Und in der 24? Also entweder haben wir hier eine Mini-Mascara drin, in schwarz, oder wieder ein Lippenprodukt. Natürlich haben wir das 12. Lippenprodukt hier drin. No! Why? Die Hälfte des Adventskalenders ist voll mit Lippenprodukten, was halt so richtig... Oh, die haben so tollen Nagellack. Warum? Okay, nein, es ist ein Eyeliner. Wow. Werde ich behalten, okay. 2,3 Gramm. Und das ist so ein, ja, weißer, der hat so Schimmer mit drin. Also schön ist es definitiv. Kann man schön als Topper nehmen. Ich mag sowas auch ganz gerne mittlerweile. Gerade so zur Weihnachtszeit ist es schön. Wenn du das hier als Verlängerung von deinem
Innenwinkel quasi machst, ne, um hier nochmal so eine Abgrenzung zu schaffen, da kann das wunderschön aussehen. Aber naja, komm, immerhin, es ist kein Lippi. Also als Lippenstift wäre das wahrscheinlich auch schön gewesen, so Snowflake-mäßig, ne? Aber wow. Ist das, was auf Erwin steht, wirklich 30 Euro wert? Sicherlich, weil die Sachen von H&M ja nicht so günstig sind, ne? Ich habe euch das auch mal eingeblendet, aber nee, wirklich spart euch das Geld, ne? Spart es euch, kann ich euch nur ans Herz legen, es sei denn, ihr findet den jetzt so oberaffen geil. Schreibt mir das in die Kommentare, falls du den oberaffen geil findest. Das würde mich nämlich sehr verwirren, aber auch sehr freuen, tatsächlich, ne? Weil dann hätte H&M wenigstens den Geschmack von ein paar Leuten getroffen. Meinen hat er definitiv nicht getroffen, also keine Ahnung, da kannst du dir... Also ich habe den von Essence noch nicht von innen gesehen, ich habe den vorbestellt, der ist noch nicht da. Aber ich kann mir vorstellen, dass der von Essence um Längen besser ist. Vom Verpackungsdesign her, von den Größen her, von der Vielfalt her, vom Inhalt des Adventskalenders an sich, ja, von allem. Oh mein Gott, aber das erinnert mich halt irgendwie so ein bisschen an Süßigkeitenautomat, ne? Na, okay, ja, ihr Lieben, das war's jetzt hier. Ne? Also ist jetzt auch lange noch hier das Video, weil das lohnt sich gar nicht, da so groß drüber zu reden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!